Hallo und herzlich willkommen. Heute sehen wir uns mal wieder ein Archery-Replay an. Die einen so, yeah, und die anderen so, nö. Aber es ist so. Und zwar mit dem 212A, der 9er Arti, der Russen. Ich bin schon selber sehr gespannt auf die Runde. Kart ist Minen, 10er, 9er, naja, 8er Gefecht, wenn man die Scouts noch mit reinzieht, beziehungsweise sogar noch 2 7er. Von dem her aber gerade die Karte für eine Arti eine sehr schöne Karte. Übrigens, ich hoffe, dass ich hier jetzt nicht zwischendrin mal Bohrgeräusche haben werde. Kann aber durchaus passieren, weil meine Nachbarn gerade irgendwie am Bohren sind. Ja, jetzt will hier... So, jetzt noch ein Stück vor, sonst... Ja, jetzt kriegt er gleich das Noob zurück, so. Jetzt hat er sich auch konzentriert darauf, dass er da... Oh, das war noch... Hier, jetzt ist die Ansicht vom Spieler. Ich schätze mal, der hat nicht aufgepasst und wird dem deswegen ein bisschen angefahren haben. Aber wie gesagt, deswegen, Bohrgeräusche wären durchaus möglich, wenn das kommt, nicht wundern. Aber ich kann da schwer zu meinen Nachbarn gehen und sagen, hey, ich nehme ein YouTube-Video auf. Da sagt der wahrscheinlich nur, was? So, deswegen interessiert ihn nicht. Was? Nicht sein Ernst. Nicht sein Ernst. Hat er jetzt gerade den AX30 da rausgenommen, aber... Alter Schwede. Ja, ein sehr guter Schuss, würde ich da mal sagen. Der arme AMX. Krass. Das war jetzt ein ordentlicher Hit, du. So. Jetzt will er auf den 1390 da gehen. Lange einaimen. Hat auch gleich nachgeladen. Der steht da auch. Alter. Nimmt er den 1390 auch One-Shot raus. Wobei das One-Shot jetzt nicht so das Besondere ist. Aber der Hit, der war gar nicht so leicht. Man muss aber natürlich dazu sagen, der 1390 stand da ja ewig. Also ich weiß auch nicht, wenn ich da sehe, dass ich da zwei Artis im Gegnerteam habe, da bleibe ich oben auf dem Hügel einfach nicht lange stehen. Da muss man sich ein bisschen mehr bewegen. Aber man muss sagen, für ihn läuft es gerade sehr, sehr gut. So, und jetzt vielleicht da unten mal jemand, der da aufploppt. Sicht hat er gerade keine drauf, sein Team spottet da die Mitte nicht wirklich. Jetzt kommt das Objekt und kann da vielleicht noch was aufmachen. Da ist es auch schon offen. Kommt aber schwierig. Jetzt fahrt die erst ein Stück zurück. Und da hat er vorne rechts so gesehen am Panzer getroffen und 629 Schaden verursachen können. Und zwar da so, dass er ein bisschen mehr nach vorne direkt wirken kann. Weil sein Team ist da eigentlich unterlegen. Der Gegner hat den Hügel für sich eingenommen. Ich finde interessant, weil jeder Arti-Spieler ist so ein bisschen anders. Also er zoomt da teilweise sehr, sehr nah rein. Also da ist wirklich jeder für sich in der Art und Weise, wie er spielt, anders. Und ja, durch den kleinen Seitwärtsdreh hat er jetzt den E5 da auch schön beschießen können. Was macht er jetzt? Jetzt wackelt er. Shake your booty. Shake your ass. Let me see what you got. So, der ES4. Na, der Schuss wird schwierig bis eigentlich eher unmöglich. Und der kommt auch noch davor gefahren und der kriegt nochmal knapp 740 Damage. Also es läuft natürlich auch fantastisch für ihn. Also der Gegner fährt weg, er bleibt auf den Gegner drauf und der kommt auch Wege dahin zurück. Das ist schon sehr kurios. 4:6 derzeitiger Stand. So. Circa 5 Sekunden, dann ist wieder... Der nächste Schuss ready. Da ist er auch schon. Oh, jetzt ist er da gekettet. Schuss ist raus. Und der hat nochmal gut getroffen. Die Höhe ist unbekannt, aber man hat gesehen, kein Einschlag. Also von dem her deswegen da der Hit. Und jetzt hier am Hügel auch nochmal 2 Stück. Also er wirkt hier wirklich phänomenal.
kommt hier immer perfekt drauf, kann den Gegner super einheizen. Und die beiden Artis supporten ihr Team hier wirklich perfekt. Ja, und auch da weg mit dem ES7. Also, normalerweise sagt man ja, wer den Hügel hat, der hat es für sich entschieden. Aber dadurch, dass die Spieler hier wirklich so für sich so konzentriert sind, dass sie hier hinten bleiben und nicht großartig dabei Fehler machen. Der Gegner pusht hier nicht. Und dementsprechend können die Artis dann also weiterhin wirken. Und der Gegner verpasst meines Erachtens hier gerade wirklich da auf die Leute zu pushen. Und dementsprechend passiert es dann, dass sie hier einfach so die Probleme haben, die sie hier haben. Schuss ist raus und ja, da ist er weg. Der Conqueror wurde auch vom VK eliminiert. Also das heißt, er hatte auch nicht mehr wirklich viel. 4 Kills bis dato und jetzt steht es 8-7 mal für sein Team. Kommt er auf den ES7 drauf? Das ist jetzt die Frage der Fragen. Gleich, es hat er nachgeladen. Schuss ist raus und auch nochmal knapp 800 Schaden. Ideal. Also er wirkt sehr, sehr gut und das gegnerische Team wird hier die Runde wirklich verlieren. Das, soweit hänge ich mich mal aus dem Fenster, weil einfach die Thematik da war, dass sie nicht gepusht haben, weil sie viel zu lange gewartet haben und da konnte die Artis einfach lange Zeit wirken und besonders er hier mit dem AMX hat er wahrscheinlich schon Schaden für 3 Zehner Panzer so gesehen gemacht, also das haben sie einfach verpennt, so hart wie es klingt, aber man muss es so sagen. In der Endauswertung sehen wir dann ja auch nochmal den Hit auf den AMX, beziehungsweise können dann herausrechnen, wie viel er wohl auf den gemacht hat. So, der ist down. Und jetzt nimmt er noch den Bulldog mit. Auch die kleinen Hitpoints kann er wegknabbern, wie man sieht. Jetzt lediglich das Objekt und die 2 Artis noch im Spiel. Also da wird es mit dem Teufel zugehen, wenn er das nicht noch schafft. Das Objekt nachgeladen hat er, aber man sieht, da fehlt noch ganz viel von seinem vom Eingeämten, aber die Badget, die macht es schon klar. Da hinten, da war T92. Eine Arti, die zweite, Schuss ist raus, ah, und schlägt dahinter ein. Ja, schade, sein Krieger hätte er mehr als verdient, aber jetzt wird es zunehmend eng, den noch zu bekommen. Arti wartet da, sieht man links ganz gut, bis die Badget-Arti da rumkommt. Vielleicht kriegt er ja doch noch seinen Krieger. So, vielleicht ein bisschen splashen. Komm schon, schieß, du sollst schießen, Junge. Ah, ist das Wahnsinn. Da sitzen jetzt 3 Panzer für die Arti. Ja, hinter den Stein, da wird's wohl nix. Der VK, der ist so voll. Also neben seiner Stelle. Jetzt kommt mal der Schuss. Oh, da splasht er nochmal mit 123 rein.
Das ist zu lustig, da zu sehen, wie da jetzt vier Panzer stehen und warten. Ja. Der eine Idiot, der vorfährt, den erwischt's. Und der VK, der hätte es locker aushalten können. Naja, schade, den Krieger hätte er verdient hier. Aber ansonsten mal wieder eine schöne Arti-Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. An alle Nicht-Arti-Spieler, das war's für die Woche. Bis zum nächsten Mal, euer Karamba.